Für eine kurz bevorstehende Geburt hat Dr. Kröger sofort ihre Mittagspause beendet. Hallo Annegret, schön, dass du da bist. Das ist die Hallo. Frau Heinreich. Sie hat öfter Wehentätigkeiten. Das CTG sieht aber auch ganz gut aus. Sie macht das prima. Ich schließe mal eben die Tür. Ne? Hallo Frau Heinreich, mein Name ist Dr. Kröger. Das ist meine Schwester Nele. Genau. Es ist schön, Hallo. Dass Sie Ihre Schwester begleiten. Wie geht's Ihnen denn? Ja, tut halt weh, ne? Also, die Herztöne sind wunderbar. Mhm. Dem Kind geht's gut, aber Sie haben auch schon kräftig Wehen, ja? Mhm. Ja. Seit wann haben Sie die denn schon? 5-6 Stunden. 5-6 Stunden, stimmt, ja. Dann könnte es sein, dass der Muttermund schon ziemlich weit geöffnet ist. Ja. Ja. Tief und ruhig atmen, so wie Sie es gelernt haben, ne? Genau. Ja, sehr gut machen Sie das. Sehr gut. Ganz ruhig atmen. Ja, es geht schon die ganze Autofahren auch so immer in Etappen. Also schon. Sehr gut, Frau Heinrich. Sehr, sehr gut. Lässt schon nach? Ja? Wunderbar. Machst du das CTG ab, bitte? Mhm. Ja? Dann nehmen wir es mal zurück. Das ist das zweite Kind, habe ich vernommen. So, ich mach das mal. Schön. Im Schnitt dauert die erste Geburt 12 Stunden. Die zweite Geburt 6 bis 8 Stunden. Der Grund dafür ist, dass bei der zweiten Geburt das Gewebe schon vorbereitet ist, schon gedehnt, die Bänder sind schon gedehnt, also alles ist lockerer. Bei dieser Geburt sollte es aber leider doch noch eine Komplikation geben. Schaffen Sie das denn da hoch? Mhm, mit dem Bauch, geht das? Ja. Geht so? Oh, super. Gut. Ich gebe mal die Decke. Schein. Genau, alles gut? Ja, alles gut. Alles gut so? Fruchtwasser ist noch nicht abgegangen? Nee, ich muss nicht. Ja. Entspann dich. Oder versuch es zumindest. Ja, leichter gesagt als getan. Ich gucke jetzt, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Ja? Wird alles gut. Ja, das ist schon. Oh ja. Ja, schon ein bisschen blutig. Der Muttermund ist schon 8 cm geöffnet. Mhm. Sehr schön. Das geht dann also bald los. Jetzt gucke ich nochmal nach dem Ultraschall. Moment. Ja. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange. Ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass es heute auf jeden Fall kommen wird. Okay. 8 cm Öffnung. Mhm. Ah, ja, dann muss ich den Christian schnell anrufen, dass der Papa auch dabei ist. Na, dann warten wir mal eben ab, dann rufe ich ihn gleich direkt an. Nee, noch nee, ist nein, nein. Hier. Ich zeige Ihnen noch mal das Bild. Ja? Mhm. Das ist sehr schön. Ja, wo ist denn der werdende Vater? Der kommt nicht heute. Der müsste doch eigentlich auf dem Weg sein. Nee, nee, noch nee. Haben das so informiert? Nee, wir haben das so abgesprochen. Wir machen das nur wir zwei. Aber ich verstehe deine Reaktion jetzt nicht. Er hat gestern noch zu mir gesagt, dass er dabei sein muss. Ja, da hat er irgendwas falsch verstanden. Wir haben das so abgesprochen. Also vergiss es bitte einfach. Für mich war das total komisch und mich hat das total verwundert, dass sie ihren Mann bei der Geburt nicht dabei haben wollte. Sie wurde von jetzt auf gleich ziemlich patzig ihrer Schwester gegenüber. Und für mich war das total komisch. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Also laut meines Wissens sollte er unterwegs sein. Ich habe gedacht, du hast ihm Bescheid gesagt. Das verstehe ich jetzt gar nicht, Steffi. Nee, lass es bitte wirklich sein. Lass es bitte einfach auf sich beruhen. Ja. Das ist abgesprochen. Lass doch einmal Platz nehmen. Jetzt mal Ruhe. Jetzt mal Ruhe. Wir klären das nachher noch. Ja. Und ich fahre Sie jetzt in den Kreißsaal und dann... Muss, alles wird gut. Ja, pass auf dich auf. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Ja? Dann kommen Sie gleich in den alles Kreißsaal Alles wird nach. Gut. Okay, bis gleich. Ja? Ja, natürlich. Gut. So, die Tasche haben so. Ja, schön. Das wird gut. Also es tut mir jetzt auch total leid, dass ich mich bei Ihnen auslasse, aber ich verstehe das gerade nicht. Die Reaktion auf den Vater, laut meines Wissens müsste der unterwegs sein und jetzt stellt sich für mich heraus, dass er... wohl gar nicht informiert ist, dass wir hier sind. Okay. Sie sagte ja, er weiß Bescheid, nur er wäre nicht dabei. Er hat gestern noch zu mir gesagt, dass er unbedingt dabei sein möchte. Und es ist alles in Ordnung. Sie sind 10 Jahre glücklich verheiratet. Ja. Bei der ersten Geburt war er auch dabei. Ich verstehe das. Also ich würde ihn jetzt schon gerne mal anrufen. Ja, ne? Gerne. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Sie können gerne telefonieren. Ja, kein Problem. Christian? Ja, ich bin's, Nele. Wo bist du denn? Ja, wir sind im Krankenhaus. Das Baby kommt jetzt. Bist du gar nicht informiert? Ja, dann mal los, mach dich auf den Weg. Es geht schon in den Kreißsaal.
Ja, also ich verstehe gar nicht, was bei euch los ist. Das kannst du mir dann mal in Ruhe erklären. Ja, ja. Okay, seht zu, ich bin hier, ne? Ja, bis gleich, tschüss. Ja, der wusste nichts davon. Oh. So wie ich es jetzt vermutet habe. Er kommt her, ich denke auch, das ist der richtige Weg. Aber ich verstehe das nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht klärt sich das, was passiert ist. Ja, vielleicht klärt sich das noch auf. Und Sie beruhigen sich jetzt auch erstmal. Nele glaubt, mit dem Anruf bei ihrem Schwager letztendlich im Sinne ihrer Schwester gehandelt zu haben. Was auch immer zwischen dem Paar vorgefallen sein mag, die 34-Jährige findet, dass Christian ein Recht darauf hat, bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei zu sein. Frau Heidenreich, schauen Sie mal, was ich hier mitgebracht habe. Was? Nein! Oh, Christian, hallo, schön, dass du da bist. Was machst du hier? Ja, ich habe ihn angerufen. Nein, du sollst doch nicht dabei sein. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht dabei sein. Ja, hast du den angerufen? Ja, natürlich habe ich ihn angerufen. Natürlich nicht dabei. Ja, er ist der Vater, ich bitte dich. Geh weg! Hast du mir nicht Stopp jetzt mal, Frau Heinreich. Sie konzentrieren sich auf die Atmung. Wir haben hier gerade ein bisschen Probleme mit den Herzen. Die gehen gerade runter. Warum? Was ist denn los? Sie atmen mal schön in den Bauch. Drehen Sie sich bitte auf die Seite. Ich rufe mal die Ärztin an. Drehen Sie sich einmal auf die Seite. Versuch zu atmen. Die andere Seite. Versuch zu atmen. Bitte. Und schön Luft in den Bauch. Ja, Anna, hier ist der Kreis, sei die Anja. Wir haben hier gerade ein bisschen Probleme mit den Herztönen. Ich will raus. Ja, danke. Bis gleich. Das so, die Ärztin ist informiert. Frau Heinreich, bitte schön in den Bauch atmen. Tief einatmen und langsam auspusten. Ja, ich weiß, dass es gut tut. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben hier schlechte Herztöne. Ja. Ich gucke mal nach. Woran liegt das denn? Wir gucken das jetzt mal nach, Frau Heinreich, ja? Jetzt geh doch bitte raus. Ich will dich nicht dabei haben. Geh bitte einfach raus. Damit wir ein bisschen Ruhe haben, die Frau möchte nicht, dass Sie hier sind. Geht beide raus. Raus aus dem Kreißsaal. Ja, der werdende Vater kam ja dann irgendwann dazu und die Frau Heinreich ist ja, wow, ne, völlig ausgetickt und nein, und ich will dich nicht dabei haben und verlass den Saal und geh raus. Ja, da guckt man dann erstmal, warum und weswegen, was ist denn da vorgefallen, warum sie das nicht möchte. Aber letztendlich ist es ihr Wunsch und den muss man respektieren. Warum möchte sie denn nicht, dass du dabei bist? Nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, total giftig reagiert. Ist irgendwas vorgefallen? Nein, es ist alles gut bei uns. Du kannst es mir sagen, das weißt du. Ich war doch damals auch ganz normal dabei bei unserem ersten Kind. Ich weiß, deswegen habe ich dich auch angerufen. Und gestern hast du ja auch zu mir gesagt, du willst dabei sein. Aber sie sagt, das ist alles abgeklärt zwischen euch. Ich verstehe das okay, nicht. Okay, ich merke, jetzt ist hier eine riesen Aufruhr. Ja, aber kommen Sie jetzt erstmal, versuchen Sie ein bisschen ruhig zu bleiben, weil... Das ist auch das Beste fürs Kind. Ja, ne? Ihre Frau liegt jetzt da drin, sie kämpft wirklich. Und wenn sie jetzt den Wunsch geäußert hat, die Geburt alleine durchzuführen, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht abgesprochen haben, dann haben sie da erstmal Verständnis. Dem Baby geht's gut. Ja. Ja, das andere klären wir später. Trotzdem, Christian, irgendwie wird es doch nicht richtig, ne? Nele und Christian bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass Mutter und Kind die Geburt gut überstehen. Im Kreißsaal spitzt sich die Lage unterdessen zu, denn die Werte von Steffis Baby werden sekündlich schlechter. Es tut jetzt ein bisschen weh. Ja, der Muttermund ist vollständig. Super. Wunderbar. Super, haben wir viel und geschafft. Das Köpfchen schon in Beckenmitte, jetzt muss es raus. Ja? Ja. Ja. So. Wunderbar. So, Frau Heinreich, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ihrem Kind geht es gerade nicht so gut. Das hat ein bisschen Sauerstoffmangel. Ne? Sie atmen jetzt während der Wehenpause in den Bauch. Wenn die Wehe kommt, nehmen Sie ein bisschen Luft und schieben mit aller Kraft mit, damit das hier auch langsam mal, ne, damit Ihr Kind mal erlöst wird. Ja. So, okay. Bisschen Platz machen. Super. Und wenn die Wehe kommt, ganz entspannt und ein bisschen Luft holen. Ist der Druck da? Und jetzt einfach mitschieben. Schieben Sie mit. Luft drin lassen. Schieben, 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 schieben. Noch ein bisschen. Und Luft holen. Bisschen und wieder. Nochmal schieben. Bis gleich. Ja. Super. Prima. Noch einmal mitschieben. Noch einmal mitschieben. Wann haben wir das denn? Wunderbar. Kannst du mir schon mal das Abnabelungsbesteck geben? Super, Köpfchen ist da. Ja, guck mal hier. Ja, Nabelschnurumschlingung. So, ich muss mal eben ein bisschen die Nabelschnur von ihrem Kindchen wegmachen. So, einen Moment. Sie bleiben mal ganz locker.
Als der Kopf von dem Kind geboren war, habe ich gesehen, dass die Nabelschnur um den Hals gewickelt war. Das ist gar nicht so selten, eine Nabelschnurumschlingung. Man muss dann nur schauen, dass man sie schnell wieder gelöst kriegt, weil das Kind sonst, wenn die sehr straff gezogen ist, die Nabelschnur, kriegt das Kind einfach keine Luft mehr, dann, weil die Blutzufuhr dann nicht mehr gegeben ist. Und dann muss man halt schnell handeln. Und noch ein bisschen. Ja, geschafft. Wunderbar. Da ist die Maus doch. Schön. So, ich brauche einmal ein bisschen Besteck. Geht's gut? Ja, alles gut. Sehr schön. Muss mal ein bisschen hier. Nabel mal eben ab, ne? Ja. Dankeschön. So. Oh, ja. So, ein bisschen zugedeckt lassen, ne? Er holt sich auch schnell wieder. Ja, ruhig, ne? Ich glaube, es ist alles okay. Hier nicht okay. Was denn? Mein Steißbein tut total weh. Oh, okay. Darf ich einmal? Ja. Okay. Gut. Frau Heinreich, haben wir das nächste Problem. Ich glaube, dass Sie irgendwie eine leichte Prellung oder vielleicht auch einen Anbruch vom Steißbein erlitten haben, weil Sie haben ja auch kein kleines Kind bekommen, ne? Ein ganz schön großes Köpfchen. Na, und wenn der Kopf da so entlangrutscht, in dem Geburtskanal entlangrutscht, dann muss der am Steißbein vorbei. Und das ist ja nun mal ein ganz stabiler, fester Knochen, der bewegt sich auch null. Und dann drückt das Köpfchen schon mal so gegen das Steißbein, dass das schon mal ein bisschen anbrechen kann oder geprellt wird. Und das tut weh. Und da werden Sie auch lange Spaß mit haben. Ne? Super. Kriegen Sie gleich auf Station. Ganz wieder beheben. Ne? Sie kriegen auf der Station dann Schmerzmittel, dann können Sie wieder besser sitzen. Auch. Genau. Ja. Sitzring. Ja. Okay, ich taste noch mal. Ja. Und dann gucke ich mal, was draußen Ihre Familie macht. Ich komme gleich wieder. Da ist noch alles in Ordnung. Ja. Muss nur noch die Nachgeburt kommen. Ne? Ja. Och, das ist aber wirklich ein großes Köpfchen. Ne? Kein Wunder, dass das so die Nabelschnur abgedrückt hat. Ein richtiger Trümmer, ne? Ja. Was machst du denn? Nee, bitte, geh noch raus. Ich bin hier noch nicht fertig. Geh bitte. Hey, Nele, da. Geh bitte raus, Chris. Das ist mein Baby. Bitte geh raus. Ich erkläre dir das alles später. Geh bitte. Nachdem sich die Lage entspannt hat, das Kind war da, es war rosig, es ging ihm gut, war mir immer noch nicht klar, warum der Vater nicht dabei sein durfte und er von der ganzen Situation ausgegrenzt wurde. Es hat sich erst später geklärt. Steffi ist erleichtert, dass es ihrer Tochter gut geht und Christian nicht bei der Geburt dabei war. Tatsächlich liegt der 32-Jährigen nämlich nichts mehr am Herzen als eine glückliche Beziehung. Und eben diese sah die frisch gebackene Zweifachmama in Gefahr. So, erstmal, dem Kind geht's gut? Ja, ich geht's gut. Und dir geht's auch gut? Ja, mir geht's auch gut. So, jetzt verrat mir mal, was war denn da los? Warum hast du mich immer rausgeschickt? Wieso durfte ich bei der Geburt von meinem Baby nicht dabei sein? Nach Leon hatten wir 2 Jahre keinen Sex. Und nur, weil du alles von der Geburt mitbekommen hast. Du fandst mich total unattraktiv. Wir hatten 2 Jahre absolut nichts im Bett. Da ist nichts passiert. Du hast mich total unattraktiv gefunden. Und das wollte ich halt nicht nochmal. Dann hätte es jetzt bestimmt nochmal 2, wenn nicht sogar länger gedauert. Na, Moment mal. Das stimmt gar nicht. Also, ja, das kann vielleicht sein, dass ein bisschen im Liebesleben weniger los war. Aber ich war einfach ein bisschen überfordert. Mit dem Baby, Arbeit, immer früh aufstehen, das war für mich ein bisschen Stress. Also ich fand, es gab wichtigere Sachen als Sex in der Zeit. Also du meinst, es lag überhaupt nicht daran? Ach so, das ist völliger Quatsch. Ich finde dich immer noch attraktiv. Sex nach der Geburt ist immer schwierig. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal die Stressbelastung des jungen Elternpaares, Schlafmangel, Überforderung, aber auch die Situation der Geburt, die da nochmal durcherlebt wird. Und es ist oft so, dass ein Paar darüber gar nicht reden kann, ob es da Befremdlichkeiten gibt, warum eine Sexualität nicht wieder aufgenommen wird. Es wäre gut, darüber zu reden. Tut mir leid, Chris. Ich weiß, dass du gern dabei gewesen wärst, aber ich habe echt gedacht, dass es für uns einfach besser wäre, wenn du es nicht wärst. Alles gut. Hauptsache, euch beiden geht's gut. Also, denen geht's gut, ihrer Tochter geht's gut, ihrer Frau geht es gut. Sehr schön. Mit der einen Ausnahme, sie hatten
Das Steißbein ist angebrochen bei der Geburt. Ich habe Ihnen aber zur Erleichterung da dieses Sitzkissen mitgebracht, dass wenn Sie stillen, dass Sie sich da draufsetzen können, damit es nicht so weh tut. Ja. Und ein Schmerzmittel bekommen Sie dann hier von der Schwester. Genau. Und dann ist es nach 2 Monaten, so lange dauert es allerdings, auch wieder in Ordnung. Die Aussprache hat Steffi und Christian sehr gut getan. Dank Neles Unterstützung verschaffen sich die Eltern nun regelmäßig Kinderauszeiten und genießen ihre Zeit zu zweit. Sollte die 32-Jährige noch einmal schwanger werden, würde sie ihren Mann mit in den Kreißsaal nehmen.